So, sehen wir uns die LZW-Komprimierung an, wie dieses Komprimierungsverfahren funktioniert, das auch im GIF vorhanden ist. Also das GIF-Dateiformat verwendet diese Komprimierung, sie ist von 1984. Eigentlich schon ein bisschen älter, Lempel Ziff haben etwas gemacht, das war noch einige Jahre vorher, und Welch hat den Algorithmus leicht abgeändert und deswegen heißt es seit 1984 dann LZW. Gut, so viel zur Geschichte. Wie funktioniert das? Wir brauchen etwas, das wir kodieren wollen. In diesem Fall AB, AB, AR, AB, AB, AA. Eine sehr unkreative Zeichenkette, aber egal. Funktioniert grundsätzlich mit allem. A kann jetzt für einen bestimmten Bytewert stehen, für ein bestimmtes Wort stehen oder wirklich für den Buchstaben. Also es können auch wirklich ganze Wörter sein, die wir hier kodieren wollen. Der LZW ist ein wörterbuchbasiertes Verfahren und er ist verlustfrei. Ja, das Thema hatten wir ja schon in einem Video, was das eigentlich heißt. Und was wir hier machen ist, wir initialisieren zuerst das Wörterbuch kurz mit den Werten, die schon mal da sind. Also A, B, R einfach durchnummeriert. A bekommt den Wert 1, B bekommt den Wert 2, R bekommt den Wert 3. Somit ist das Wörterbuch vorinitialisiert und wir brauchen jetzt noch rechts die Tabelle, wo wir uns immer merken, das aktuelle Wort, das letzte Wort, wenn wir einen Eintrag machen wollen im Wörterbuch, welcher ist das, und der ausgegebene Code, den wir bisher haben bei der Komprimierung. Also, wir starten. Letztes Wort gibt es noch keins, also starten wir beim A mit dem aktuellen Wort. Gut, dann gehen wir weiter zum B. Wir merken uns, A war das letzte Wort, das schiebt sich sozusagen rüber und das aktuelle Wort ist nun das B. Was jetzt passiert ist, wir betrachten das letzte und das aktuelle Wort immer gemeinsam und sehen nach, ob dieses bereits im Wörterbuch vorhanden ist. Die Kombination AB gibt es noch nicht, demnach machen wir einen neuen Eintrag AB und der bekommt einfach die nächste Nummer. Ja, 3 hatten wir schon. Also bekommt AB den Wert 4. Was wir auch machen, wir geben den Code des letzten Wortes noch entsprechend aus. Also A hatte den Wert 1, das heißt, wir geben den Code 1 noch aus. So, der Schritt ist wieder fertig. Wir wiederholen das ganze Spiel nochmal. Also Pfeil nach rechts geschoben, jetzt kommt wieder ein A. Das letzte Wort war sozusagen das B. Das neue aktuelle Wort ist wieder ein A. Und jetzt haben wir gemeinsam den Begriff BA. BA gibt es im Wörterbuch noch nicht, also machen wir einen neuen Eintrag. Das ist dann der Eintrag 5. Und wir geben den Eintrag oder den Code des letzten Eintrags aus. Das war, also des letzten Wortes, das war die 2, also das B. Gut, nach weiter geschoben, jetzt war das aktuelle Wort, war vorher das A, wird jetzt wieder zum letzten Wort, das aktuelle ist wieder ein B. So, AB, die Kombination hatten wir schon. Also sehen wir im Wörterbuch, okay, diese Kombination hatten wir schon mit dem Wert 4, also brauchen wir weiterhin nichts zu tun. Also das mit neuen Eintrag machen und so, Ausgaben des Codes, das sparen wir uns. Was wir machen ist, diese Kombination AB, die verwenden wir jetzt als letztes Wort. Also wenn wir den Eintrag schon haben, dann geben wir nichts aus, sondern wir nehmen diesen kombinierten Eintrag. Und gehen wieder einen Schritt weiter. Das aktuelle Wort ist ein A und wir machen einen neuen Eintrag ABA. Den ABA gibt es noch nicht, bekommt nun den Wert 6 und wir geben wieder den letzten aus. Der Code des letzten Wortes sozusagen war AB und somit der Wert 4. Wie geht es weiter? Es kommt ein R. Das aktuelle Wort ist jetzt ein R, das letzte war das A. AR gibt es noch nicht, also machen wir einen Eintrag im Wörterbuch und geben wieder den Code von A aus, den wir vorher hatten. Weitergeschoben ist wieder ein A. RA steht nun da, hatten wir ebenfalls noch nicht. Neuer Eintrag und wir geben den Code von R aus, das ist die 3. So, jetzt wird es langsam wieder interessanter. Es kommt wieder ein B. AB hatten wir ja schon. Also gehen wir wieder einen Schritt weiter. Übernehmen AB als letztes Wort und es kommt ein A. Aber hatten wir aber auch schon. Also ABA hatten wir schon im Wörterbuch vorhanden. Also wieder eins nach weiter geschoben. Und wir haben jetzt ABA, ja, die Kombination, die behalten wir ja immer. Als aktuelles Wort bekommen wir das B.
Und wir machen uns einen neuen Eintrag, denn den haben wir noch nicht. Geben auch den Code des letzten Wortes aus. Das letzte Wort war eben dieses ABA mit dem Code 6. Gut, nochmal weitergeschaut. Es kommt BA. Also B ist das letzte Wort, A ist das neue. BA hatten wir ja schon. Also gehen wir wieder weiter und schieben zum nächsten Wort. Wir haben jetzt BAA, bekommen einen neuen Eintrag, geben das letzte aus mit 5 und geben, weil wir am Ende sind, auch das A natürlich noch aus mit der 1. Ja, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt hier den Code, den komprimierten Code sozusagen. Und komprimiert ist er alleine, ist ja deswegen, das sieht man an den Löchern, die aufgetreten sind. Überall, wo wir Löcher haben, ist eine Kompression passiert. Also ist Speicherplatz gespart worden sozusagen durch das Wörterbuch, da es doppelte Informationen sind, die wir bereits irgendwie anders abgedeckt haben. Also wir haben hier 2, 4, 6, 8 Werte, in der Original-Message hatten wir 12 Werte. Wie funktioniert nun das Dekomprimieren? Nun gut, wir nehmen einfach diesen Code von oben nach unten und sehen uns im Wörterbuch an. Wir haben hier eine 1 ganz oben und das wäre das A. Stimmt, wir haben dann eine 2, das wäre das B. Wir haben dann eine 4, 4 wäre AB. Auch das stimmt. Dann kommt wieder eine 1 mit einem A, die 3 mit dem R. Ja, und so können wir das entsprechend rekonstruieren. Das nächste wäre die 6 mit ABA, dann eine 5 mit BA und dann eine 1 mit dem letzten A. So wäre die Rekonstruktion. Gut, jetzt ist es Zeit, das selbst mal zu üben oder nachzuprogrammieren. Viel Spaß dabei! Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.